Licht weiter für K21. Liebe Freundinnen und Freunde des Bahnfahrens, liebe unverdrossene Widerständler von nah und fern. Seit dem Beginn der Demonstrationen ist unsere Bühne um den halben Bahnhof herumgewandert. Heute dreht sich direkt über uns auf dem Turm des Bahnhofs, hoch über der Werbeshow für das unterirdische Zukunftsprojekt, der Stern des Individualverkehrs. Eigentlich seltsam, ein Bahnhof mit einem Autosymbol als Krone obendrauf. Aber es gibt ja auch Manager, die arbeiten erst für den Daimler und dann für die Deutsche Bahn. Und Daimler wiederum sponsert das Infomobil für Stuttgart 21. Jedenfalls feiert das Auto heute seinen 125. Geburtstag. Der rüstige Jubilar hat sich vor allem kräftig vermehrt. Hoffentlich wird er jetzt schnell hybrid und elektrisch. Frühe Generationen von zukunftsgläubigen Machern haben vieles in Stuttgart zerstört und zubetoniert, um eine autogerechte Stadt zu schaffen. Das waren keine Fortschrittsverhinderer. Die handelten im festen Glauben, das Beste für zukünftige Generationen, nämlich für uns, zu schaffen. Wir bedanken uns heute für die menschenverachtenden Schneisen und Wunden, die sie in unserer Stadt geschlagen haben. Jetzt wollen neue Verfechter von Fortschritt und Wohlstand, diesmal angeblich im Namen des Zugverkehrs, den Bahnhof und den Schlossgarten umoperieren. Natürlich zum Besten unserer Kinder und Enkel. Und es scheint so, als wollten sie nichts, aber auch gar nichts auf dieser Welt davon abbringen können. Aber vorher ist noch Landtagswahl. Prospekt, Aufbruch in die Zukunft. Es ist unfasslich. Dieses Pamphlet gegen K21 hat offensichtlich ein Mensch verfasst, der vom sogenannten Faktencheck überhaupt nichts mitbekommen hat. Nur die Folien, die das Heer der Zuträger der Deutschen Bahn bereitgestellt hat. Und das Fazit, die CDU steht zum Schlichterspruch. Da drängt sich die Frage auf, stand nicht von Anfang an hinter dem Schlichterspruch die CDU? Unlösbare Urteil des Heiner Geißler hat über Wochen genau das bewirkt, was sich die Strategen des Machterhaltes von ihm erwartet haben. Den Bürgern draußen in weit von Stuttgart entfernten Wahlkreisen wurde suggeriert, alles sei jetzt offen und sogar vorbildlich demokratisch ausgehandelt worden. Außer dass sich wie geplant auf Seiten der Projektbetreiber nichts, aber auch gar nichts bewegt hat. Sollten jetzt aber auch bitteschön endlich die Klappe halten. Und die Widerstandsbewegung hier in Stuttgart war zunächst gelähmt, schockiert, frustriert, zumindest desillusioniert. Wer die Schlichtungsgespräche halbwegs wachen Sinnes verfolgt hat, kann nicht fassen, wie man zu diesem Ergebnis gelangen konnte.
Demo bohrende Fragen an Heiner Geißler formuliert, von denen ich hoffe, dass er sie eines Tages beantworten kann. Auf dieser Kundgebung am letzten Montag war aber auch plötzlich der nahende Frühling zu spüren. Eine Aufbruchsstimmung, die anzeigte, dass der Winter unseres Missvergnügens, wie Shakespeare das nennt, sich dem Ende zuneigt und die Lähmung der Widerstandskräfte überwunden ist. Wir sind wieder hier, wir sind immer noch laut und der Tiefbahnhof ist noch längst nicht gebaut. Ich war diesen Winter sehr viel mit der Bahn unterwegs. Muss ich noch erwähnen, dass ich fast nie pünktlich irgendwo angekommen bin. Im Bundestag haben Bahnvertreter vorige Woche behauptet, im Dezember seien 70% aller Züge pünktlich gewesen. Jedes Kind, sogar jeder Politiker weiß, dass das vornehm ausgedrückt nicht der Wahrheit entsprechen kann. Für wie blöd halten die uns? Haben sich die festen Konturen von Wahrheit und Lüge in der Informationsflut unseres öffentlichen Lebens so abgeschliffen, dass die damit durchkommen können? Anscheinend ja. In manchen unangenehmen Momenten dieses Winters, wo mir genervte Bahnmitarbeiter ungern ein Verspätungsformular ausgehändigt haben oder statt meine Fragen zu beantworten, voller Misstrauen auf meinen Obenbleiben-Button starken. Den kennt man nämlich inzwischen auch in Dortmund und Itzehoe. Wenn Sie mir nicht erklären konnten, warum an einem schneefreien und trockenen Samstag kein ICE rechtzeitig bereitgestellt werden kann. In solchen Momenten habe ich mir immer das energiegeladene Lächeln des Herrn Käfer herbeigewünscht. Was würde der jetzt tun? Der wüsste bestimmt eine Lösung. Er und sein Beisitzer, der grimmige Mephisto mit dem weißen Bart. Aber im Ernst, würden Sie sich von einer Firma, mit der Sie ständig solche Erfahrungen machen, Ihr Wohnzimmer umbauen lassen? Oder auch nur die Garage, wo man Garage Plus braucht, damit man, wenn man das Auto geparkt hat, auch die Tür öffnen und aussteigen kann? Unsere Bundeskanzlerin wird ja heute Abend in der Stadt sein, um den Geburtstag des Automobils mitzufeiern. Sie hat als Bilanz dieses Winters schon erklärt, dass die Bundesregierung nach wie vor am Börsengang der Bahn festhält. Dieser Börsengang, ich fürchte, das wird so gehen wie mit Stuttgart 21. Es zieht sich über Jahre hin, niemand kann glauben, dass sie diesen Irrsinn wirklich ernst meinen und plötzlich geht es dann ganz schnell. Wo ich gerade erst begriffen habe, dass die vielen Stunden, die ich diesen Winter in stehenden Zügen und auf zugigen Bahnhöfen verwartet habe, lauter Medorm-Gedenkminuten waren. Was hat dieser Mann nicht alles einsparen lassen? Personal, Material, Wartungs- und Reservekapazitäten. Der ganze Wahnsinn eines Unternehmens, das fit gemacht wird für den Börsengang und das seine erheblichen Gewinne
in dubiose Firmen im Ausland investiert oder als Dividende an den Bund abführt, statt in die marode Infrastruktur zu investieren und anständig seinen Auftrag zu erfüllen. Im Stresstest dieses Winters ist die Bahn jedenfalls mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und das liegt natürlich auch an einer verfehlten Bahnpolitik. In diesem Sinn wünschen wir Frau Merkel wenigstens einen schönen Abend bei ihren Freunden von der Automobilindustrie. Aus gegebenem Anlass lese ich noch ein kurzes Gedicht von Hans Magnus Enzensberger ins Lesebuch für die Oberstufe. Lies keine Oden, mein Sohn, lies die Fahrpläne, sie sind genauer. Ihr merkt, es handelt sich um ein altes Gedicht. Sei wachsam, sing nicht. Der Tag kommt, wo sie wieder Listen ans Tor schlagen und malen den Neinsagern auf die Brust Zicken. Wut und Geduld sind nötig, in die Lungen der Macht zu blasen, den feinen, tödlichen Staub, gemahlen von denen, die viel gelernt haben, die genau sind von dir. Unsere Volksvertreter von CDU und FDP im Untersuchungsausschuss zum 30. September haben festgestellt, dass der Polizeieinsatz rechtmäßig war und es keinerlei politische Einflussnahme gegeben hat. Dieser schwarze Tag in der Geschichte unseres Landes soll also tatsächlich keinerlei Konsequenzen haben, wenn es nach dem Willen derer geht, die es seit gefühlten 500 Jahren regieren. Den Polizeichef, der ja von den Demonstranten gezwungen wurde, einen so grässlichen Einsatz anzuordnen, lässt man die Verantwortung übernehmen und geht mit weißer Weste über breiter, christlich und freidemokratischer Brust nahtlos zum Wahlkampf über. CDU und FDP zeigen nicht nur keinerlei Verantwortung oder gar Bedauern über das Vorgefallene, sie sind auch noch dreist genug, die Opfer zu verhöhnen, indem sie bei den Demonstranten egoistisches Rechtsempfinden feststellen und eine Stärkung der Bildungsarbeit für Schüler anmahnen. Da nicht bei allen eine ausreichende Kenntnis ihrer staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten vorhanden sei. Selbstgerechter kann man nicht mehr daherreden. Als hätten die Schüler im Schlossgarten nicht die eindrucksvollste Gemeinschaftskundestunde seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboten bekommen. Manchmal frage ich mich, ob man das Wort christlich nicht schützen könnte, copyright-mäßig, damit das nicht jeder einfach so benutzen kann. Aber jetzt beginnt der Wahlkampf. Lasst euch nicht provozieren, bleibt sachlich und friedlich, humorvoll und kraftvoll und seid nett zu Bahnmitarbeitern, Polizisten und I Love Stuttgart 21 Wappenträgern. Die haben es alle echt nicht leicht mit solchen Chefs. Was immer geschieht, wir sind viele, wir halten zusammen, wir wissen, wofür wir einstehen und wir werden oben bleiben.